Sehr geehrter Herr Cohn-Bendit, liebe Kolleginnen und Kollegen vom CIS, dem Center for Applied European Studies, verehrte Gäste, ich darf Sie ganz herzlich hier bei uns in der Frankfurt University im Namen des gesamten Präsidiums begrüßen. Hier bei uns in der Frankfurt University 15.000 Studenten, 1.500 Mitarbeiter, 270 Professoren, 70 Studiengänge, 40 Labore, 19 Institute, eines davon ein sehr bedeutendes, das CIS, das Center for Applied European Studies, Grund genug, hier zu diskutieren über das, was uns alle in der letzten Zeit und ich hoffe auch weit darüber hinaus bewegen wird, Europa, die EU. Hier wird diskutiert, hier nehmen wir unsere Verantwortung für die Bildung, für die Gesellschaft wahr und diskutieren Fragen, Europa-Fragen, Wissenschaftszentrum für europäische Fragen. Herzlich willkommen. Wir sind alle sehr gespannt auf Ihre Einschätzungen, Herr Cohn-Bendit, auf die Fragen, die uns alle gequält haben. Vor 2 Wochen haben wir hier eine Veranstaltung gehabt mit Ihren Wegbegleiter, Herr Fischer, Vizekanzler, AD, Bundesaußenminister, wo wir noch nicht wussten, wie die Europawahl ausgeht. Heute haben wir ein paar Antworten mehr und Sie, so habe ich mir sagen lassen, kennen die europäischen Befindlichkeiten wie kaum ein anderer und auch die Besonderheiten der Köpfe, die dort im Europäischen Parlament sind, selber 20 Jahre Abgeordnete im Europäischen Parlament gewesen, 12 Jahre Co-Vorsitzende. Und wir sind alle gespannt auf die Reaktionen gewesen der Wahl. Was wir wissen ist, die Wahlbeteiligung war sehr hoch. Wir hatten hier an der Hochschule Demonstrationen, unheimlich viel Diskussion, stark plakatiert geworden, die Medien waren voll. Hier in der Gesellschaft, selbst mein Pfarrer hat von der Kanzel am Sonntag früh gepredigt, eine Art der aktiven Zeit ist, wenn wir wählen gehen. Und kaum eine Wahl in Europa hat uns so geprägt wie diese eine. Und wir wissen heute einiges. Die alten Volksparteien haben Stimmen verloren und die Grünen haben sich zur neuen Volkspartei etabliert. Und wie ich gerade im Vorgespräch gehört habe, Sie hatten das Wort Kanzlerpartei gewählt. Schauen wir, wie Sie das nachher argumentieren. Das war charmant, ja. Wissen tun wir auch, dass die Populisten und Nationalisten bei uns in Deutschland nicht das Rennen gemacht haben. Aber wenn wir in die Nachbarschaft schauen, nach Italien und Frankreich, waren sie, wenn auch nur knapp, eine Nase Länge vorne. Sehr verehrter Herr Cohn-Bendit, die Zusammenhänge, auf die sind wir gespannt. Sie haben einmal gesagt, oder Sie haben sich für ein Zusammengehen der Grünen mit Macrons En Marche ausgesprochen und habe dafür, glaube ich, ganz schön viel einstecken müssen. Jetzt bin ich gespannt auf Ihre Erläuterung dazu. Ein bisschen Farbenlehre. In Deutschland werden die Grünen die neuen Orangen und Roten ablösen. Ist das so? Wir sind gespannt. Der Weg von Bornheim hierher ist nicht allzu weit, aber der Weg ist manchmal sehr weit, um in eine Hochschule zu gehen, in eine Universität, in der wir wissenschaftlich diskutieren und in der wir unsere Absolventen befähigen, wissenschaftlich zu diskutieren und für die, so hoffen wir, Weltpolitik und Weltfragen, europäische Fragen vorbereiten. Ich bedanke mich ganz herzlich, dass Sie uns die Ehre erweisen und übergebe jetzt, wie das so üblich ist, hier bei uns, bei unseren Veranstaltungen des CIS, an den geschäftsführenden Direktor des CIS, neu bestätigten Direktor des CIS, Herrn Professor Dr. Michel Friedmann. Dankeschön.